Ja, dann ein herzlich willkommen zum ESB-Tutorium im, was haben wir jetzt, Wintersemester 2022-23. Ich sehe, dass heute auch schon ein paar gekommen sind. Ich hoffe, ihr habt mitgekriegt, dass es schon gewisse Aufgabenblätter gibt und vielleicht erstmal ein klein wenig was zur Einführung. Also, wer ist hier eigentlich? Ich bin Jessica. Ich habe mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, Informatik studiert am Fachbereich. Habe während meines Studiums angefangen, das Tutorium zu halten. Und ja, bin mittlerweile im Berufsleben angekommen, aber mache noch immer im Wintersemester das Tutorium. Genau, mein Arbeitgeber hat mir dankenswerterweise erlaubt, dass ich das mit euch noch machen darf. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, wenn ihr Fragen habt, oder vielleicht auch irgendwelche Wünsche für einen Termin im Tutorium, dann könnt ihr mich gerne anschreiben unter jessica.sabrina.jobski@uni-hamburg.de oder noch etwas kürzer @5jobski@informatik.uni-hamburg.de. Bitte ist nur das vielleicht nicht 5 Minuten vor dem Tutoriumstermin zu machen. Vom grundsätzlichen Ablauf ist es so gedacht, dass wir jeweils ja mittwochs das neue Aufgabenblatt vorfinden. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch das zumindest einmal anzuschauen. Und am Donnerstag im Tutorium schauen wir uns dann das Aufgabenblatt an und versuchen, die Themen dazu so gut es geht durchzugehen und euch darauf vorzubereiten, die Aufgaben zu bearbeiten. Am Mittwoch der Folgewoche habt ihr dann jeweils die Abgabe der Übung, also die Abgabedeadlines. Und ja, die Idee ist, dass wir dadurch, dass wir das am Donnerstag machen mit dem Tutorium, dass ihr dann sehr viel Zeit habt, euch übers Wochenende oder zum anderen Zeitpunkt an die Übungsaufgaben zu setzen. Zur technischen Umsetzung. Das Ganze ist, wie zumindest die Anwesenden hier sehen, wir haben einen Livestream über Big Blue Button. Ihr könnt das Ganze, also ihr könnt, wenn ihr dann Fragen habt oder wenn ich euch Fragen stelle, per Chat dort auch antworten. Es ist auch möglich, dass ihr, wenn ihr euch mit Mikrofon verbunden habt, dass ihr auch dann selber hier euch entmutet und dann entsprechend eine Frage stellt oder eine Antwort gebt. Die Aufzeichnung, die ich mache, erfolgt so, dass ich nur mein lokales Mikrofon abgreife und dementsprechend das, was von euch gegebenenfalls im Chat gesagt werden wird, also nicht im Chat, sondern im Big Blue Button gesagt werden würde, nicht mit aufgezeichnet wird. Die Aufzeichnung wird danach von mir auf den YouTube-Kanal hochgeladen, wo wir das die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Bitte seht es mir nach, dass sie ungeschnitten ist und wenn es deswegen irgendwie zwischendurch Probleme gibt, es ist dann halt eben, es ist 1:1 die Aufzeichnung vom Tutorium. Und ja, genau. Zu den Erwartungen, die ich habe an euch, ist, dass ihr euch vorher zumindest einmal das Aufgabenblatt, das neue, durchgelesen habt und vielleicht so ein bisschen drüber nachgedacht habt. Ich weiß, dass da eventuell auch manchmal Themen drin sind, die dann erst am Freitag in der Vorlesung vorkommen. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir halt eben gucken, dass ich euch das entsprechend beibringe, was euch an der Stelle noch fehlt. Und zusätzlich erwarte ich eben auch eine aktive Mitarbeit. Ja, wie ich da auch geschrieben habe, gerne via Audio, aber mindestens eben per Chat. Ich sage mal gerne, mindestens eine aktiv mitarbeitende Person brauche ich. Ansonsten können wir das Tutorium eben nicht durchführen. Es lebt eben davon, dass es auch für euch ist und dass wir eben diese Interaktivität haben und es nicht einfach nochmal eine Vorlesung ist. Dafür mein Teil, den ich dann beitrage, ist, dass ich dann eben schaue, dass ich mit Aufgaben vorbereitet komme, die vielleicht nicht ganz so schwer sind wie das Aufgabenblatt, oder zumindest so ein bisschen euch helfen, in die Richtung dann zu gehen. Also wir werden in der Regel nicht 1:1 die Aufgaben bearbeiten, wie sie auf den Aufgabenblättern sind, damit ihr eben noch so ein bisschen einen kleinen Rest weiterdenken könnt. Das geht natürlich nicht immer. Wer sich zum Beispiel das Aufgabenblatt von heute angeschaut hat, der hat gesehen, dass da auch einige, ja, Frageaufgaben sind, die als Text zu beantworten sind. Dann wird es so sein, wenn wir ähnliche Aufgaben haben, dass wir zumindest einmal drüber nachdenken, und ihr dann das aber noch schriftlich, ja, schriftlich dann zusammenfassen müsst. Ja, was sollte ich vielleicht sonst noch erwähnen?
Genau, ich habe leider festgestellt, dass YouTube beschlossen hat, Ads sind cool, finde ich total uncool. Tut mir leid, dass da mittlerweile irgendwie Ads vor den Videos sind. Ich kann das leider nicht wegsteuern. Wenn es mich zu sehr nervt, oder ich gute andere Möglichkeiten finde, vielleicht suche ich dann irgendwie mal eine andere Möglichkeit raus, wo wir die mit den Videos hinziehen. Auf der anderen Seite hat sich es über die letzten 8, 9 Jahre erwiesen, dass es halt relativ stabil ist, die Videos bei YouTube zu hosten. Im Gegensatz zu gewissen anderen Möglichkeiten an der Uni. Gut, das aber nur als kleine Nebenanmerkung. Genau, wenn es bis dahin keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter in die Richtung des aktuellen Aufgabenblattes. Und wenn ihr. Ach so, ich. Genau, vielleicht das auch noch dazu. Also, wenn ihr das Aufgabenblatt vorher gelesen habt, dann würde ich mir auch wünschen, dass ihr möglichst immer das so ein bisschen auch daneben habt, damit ich nicht immer die kompletten Aufgabentexte nochmal wieder hier in irgendwelche Folien posten muss. Denn die Aufgabe 2.1 beschäftigt sich damit, dass wir Mikroprozessor haben. Wir gucken uns das mal an. Wir nehmen in dem Fall einfach mal einen Mikroprozessor für einen Roboter. Der hat einen 1 GHz-Takt. Der hat zwei Operationen parallel, die er durchführen kann. Und der Leistungsverbrauch sind 10 Kilowatt. Und die Chipgröße sind 2 Quadratzentimeter. Wenn ihr jetzt das normale Aufgabenblatt daneben haltet, dann werdet ihr merken, das sind natürlich ganz andere Werte auf dem Aufgabenblatt zu Hause. Das ist genau das, was ich eben meinte, dass wir gucken werden, dass wir gemeinsam Aufgaben bearbeiten, die ähnlich sind wie das, was ihr in den Hausaufgaben macht und die euch, hoffe ich jedenfalls, sehr weit weiterhelfen, aber halt eben noch bedeuten, dass ihr immer noch einen Schritt zu Hause dann selber noch machen müsst, dürft, je nachdem, wie man es sieht. Also der Vorteil ist, dass ihr es dann halt eben auch noch mal üben könnt, ob ihr es dann wirklich verstanden habt. Ja, die erste Frage, die wir haben, ist, welche Leistungsdichte ergibt sich daraus? Und ja, wenn wir uns das anschauen, hat jemand von euch eine Idee, wie die Leistungsdichte zu berechnen ist? Habt ihr das Aufgabenblatt euch anschauen können? Vielleicht das erstmal eine ganz kurze Vorwegfrage. Schreibt doch mal gerne im Chat irgendwie. Habt ihr geschafft, irgendwie das Aufgabenblatt euch vorher anzuschauen oder nicht anzuschauen? Heute ist ja der erste Termin. Da kann es sein, dass man das noch nicht so gemacht hat. Okay. Also ein paar sagen von euch, dass sie es noch nicht geschafft haben. Was ich euch als Tipp geben kann für die Aufgaben, gerade in ESB, ist immer sehr genau auf die Aufgabentexte zu schauen, weil sie einem häufig einen Tipp geben, wonach man eigentlich suchen muss. Also selbst wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, was Leistungsdichte bedeutet, dann kann ich schauen, dass im Aufgabentext, also jetzt im Originalaufgabentext, nicht den, den wir jetzt hier haben, steht, die Chipgröße eines solchen Prozessors ist Quadratmillimeter. Welche Leistungsdichte in Klammern W geteilt durch Quadratzentimeter ergibt sich daraus? Also wir sehen, dass an vielen Stellen es immer so kleine Tipps meistens gibt, dass man eigentlich schon sieht, was brauchen wir eigentlich. Und das heißt, wir brauchen irgendwie W durch Quadratzentimeter als Einheit des Ganzen. Und jetzt können wir natürlich gucken, haben wir irgendwie eine Einheit Watt an irgendeiner Stelle hier für das, was wir haben? In unserer kleinen Aufgabenstellung? Ja, genau, am Leistungsverbrauch. Richtig. Also da haben wir jetzt irgendwie 10 Kilowattstunden. Kilo. Weiß jemand von euch zufällig, was Kilo heißt an der Stelle? Also
Ah, genau, das ist Kilo ist ja eigentlich 1000. Das heißt, wir haben nicht einfach nur 10, sondern 10.000 Watt an der Stelle. Und das Ganze soll durch Quadratzentimeter am Ende rauskommen. Haben wir an der Stelle relativ einfach, ne? Wir haben eine Chipgröße mit Quadratzentimeter. Das heißt, wir brauchen das Ganze durch 2 Quadratzentimeter nur teilen. In der Hausaufgabe habt ihr nicht direkt Quadratzentimeter, da habt ihr das als Millimeter. Das heißt, da müsst ihr einmal kurz gucken, dass ihr das von den Einheiten einmal umrechnet und anpasst. Auch das ist relativ häufig für ESB-Aufgaben, dass man noch eine kleine Umrechnung der Einheiten machen muss. Also zum einen da bitte ein bisschen drauf achten, zum anderen heißt es, dass häufig auch da die meisten Sachen schon vorhanden sind. Genau, 10.000 Watt durch 2 Quadratzentimeter heißt, dass wir hier auf 5.000 Watt pro Quadratzentimeter kommen. Und damit hätten wir dann auch schon die Leistungsdichte an der Stelle berechnet. Wenn wir das Ganze jetzt vergleichen sollen, mit einem runden Chip, mit Chipgröße Durchmesser 10 Quadratzentimeter, 10, Entschuldigung, 10, Durchmesser 10 Zentimeter, würde es bedeuten, wir können hier von der gleichen Leistungsdichte ausgehen, also, weil keine andere angegeben ist. In der Hausaufgabe habt ihr natürlich eine andere Leistungsdichte für etwas Rundes, ne? Das Runde in der Hausaufgabe ist die Herdplatte. Ja. Wie komme ich denn jetzt von meinen 10 cm bei der Herdplatte, wie komme ich denn jetzt auf Quadratzentimeter? Ne? Wir haben ja gesagt, hier Leistungsdichte W durch Quadratzentimeter. Wie komme ich da jetzt hin? Habt ihr da noch eine Idee? Was brauchen wir eigentlich? Was fehlt uns hier, um die Rechnung so wie oben durchzuführen? Leistungsdichte kennen wir. Genau, wir brauchen die Fläche. Und das ist jetzt eben eine runde Fläche. Dafür gibt es ja netterweise Pi mal R Quadrat. Das heißt, wir rechnen als erstes einmal die Fläche aus. Wir haben einen Durchmesser von 10 cm. R ist ja der Radius. Das heißt, wir haben 5 cm als Radius. Und das heißt, wir rechnen Pi mal 5 zum Quadrat. So, und das wäre jetzt eine Stelle, wo ich dann doch vielleicht einmal den Taschenrechner aufmache. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 78,5 als Wert, als Ergebnis käme. An der Stelle vielleicht auch gleich nochmal so ein weiterer Punkt, eine Frage, die häufig gestellt wird. Und ihr merkt, ich versuche schon immer so Sachen einzustreuen, wo ich einfach weiß, dass es hoffentlich euch helfen wird. Eine Frage, die häufig gestellt wird, ist, darf ich denn eigentlich eine Klausur später auch in der, den Taschenrechner auch in der Klausur später benutzen? Bisher war die Antwort immer nein. Und dann stellt man sich natürlich auch mal die Frage, wie kann man solche Aufgaben dann eigentlich benutzen? Was ich dazu euch mitgeben kann, ist, in den Hausaufgaben kann es durchaus eben vorkommen, dass es sinnvoll ist, einen Taschenrechner zu benutzen. Dann solltet ihr das auch tun. Überlegt aber gerne auch schon mal, ob ihr, wenn ihr geschickt gewählte Werte bekommt, ob ihr das eben auch ohne Taschenrechner machen könnt. Also sowas wie hier oben die Leistungsdichte zu berechnen mit 10.000 Watt durch 2 Quadratzentimeter, das ist ja etwas, was ich relativ einfach noch berechnen kann. Und wenn ich das als Teil einer längeren Formel hätte, wo ich dann zwischendurch, keine Ahnung, vielleicht nochmal durch 20 das teile und mal 1,5 nehme, dann wäre das noch was, das kann ich noch per Hand ausrechnen. Und so ist es dann häufig auch, oder häufig, also
So war es dann bisher auch in den Klausuren in der Regel, dass entweder euch Werte gegeben werden, mit denen ihr gut rechnen könnt, oder dann vielleicht auch Näherungen euch gegeben werden. Also wenn es wirklich schwerere irgendwie Rechen, schwer zu im Kopf zu berechnen wären. Also sowas wie 3,78 durch 5,2 mal 7 oder sowas. Naja, das könnte man vielleicht noch abschätzen, aber das kann dann sein, dass dann eventuell eine Näherung angegeben wird. So. Also deswegen zu Hause nicht scheuen, das auch mal Taschenrechner zu benutzen. Das ist häufig nötig oder häufig, also ist immer mal wieder nötig bei manchen Aufgaben. Aber in der Klausur wird es dann keinen Taschenrechner geben nach aktuellem Stand. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben unsere Fläche, das heißt, hier können wir das Ganze dann auch rechnen. Wir haben unsere 10.000 Watt, das Ganze durch die 78,5 Quadratzentimeter und hieße in dem Fall, dass wir eine Leistungsdichte hätten von 127,4 Watt pro Quadratzentimeter. Also auch das hätte ich jetzt vorher ausgerechnet. Und Taschenrechner an der Stelle benutzt. Gut. Das sollte euch soweit helfen, um damit mit Aufgabe Teil A zurechtzukommen. Man hat schon relativ viel an der Stelle verbraucht an Zeit, aber das soll uns auch nicht stören. Aufgabenteil B ist dann die Frage, welche Leistung benötigt eine Rechenoperation dieses Prozessors? Okay, hat jemand von euch eine Idee, wie wir uns dem Ganzen nähern können, eine Rechenoperation, die zu berechnen? Ja, vielleicht gucken wir uns da sonst auch mal an, was wissen wir über den Prozessor? Wir wissen über den Prozessor, dass der einen 1 GHz-Takt hat. Und wir wissen über diesen, den wir jetzt hier nutzen, dass er zwei Operationen parallel machen kann. Das sind Sachen, die wir auf jeden Fall mit berücksichtigen sollten. Und außerdem haben wir den Leistungsverbrauch für das Ganze. So, wenn wir jetzt pro Rechenoperation rechnen wollen, müssen wir natürlich wissen, wie viele Rechenoperationen kann der Prozessor eigentlich machen. Wie würdet ihr da vielleicht rangehen? Habt ihr da was, worauf, oder worauf müssen wir achten? Also, wenn ich jetzt sage, ich will wissen, wie viele Rechenoperationen habe ich, was muss ich mir da anschauen? Vielleicht noch etwas hilfreicher. Wie viele Rechenoperationen pro Sekunde brauche ich dafür? Genau, ich brauche Takt und Anzahl Operationen pro Takt. Also wenn ich jetzt hier den Takt von einem Gigahertz habe, dann aber eben auch weiß, dass ich zwei Operationen parallel machen kann, dann kann ich das ja schon mal sagen, ne? Das ist ja irgendwie zwei, also das sind dann eben insgesamt dann jetzt schon 2 Giga-Operationen, die ich habe. Was ich hier nicht habe, was ich aber in der Hausaufgabe habe, ist nochmal ein Unterschied, den es dann auch noch geben kann. Also unser Roboter hier in dem Beispiel ist sehr einfach gehalten. Häufig haben wir zu Hause bei einem Mikroprozessor mittlerweile ja nicht nur einen Kern, sondern wir haben mehrere Kerne. Das heißt, da müsst ihr auch nochmal drauf achten,
dass ihr da vielleicht auch noch mal eine Multiplikation zumachen müsst. So, wir haben dadurch ein G mal 2 gleich 2 G Operationen pro Sekunde. So, dabei verbrauchen wir, na, da haben wir unseren Leistungsverbrauch, 10 Kilowatt. Oder, ja, doch, 10 Kilowatt. Und so, Fragen dazwischen, die ich hier sehe. Genau, erstmal kurz die Frage, wird das Tutorium später hochgeladen? Genau, hatte ich am Anfang einmal erwähnt, dass ich das hochladen werde. Vielleicht kleiner Disclaimer dazu, wenn nicht irgendwie technisch was dazwischen kommt. Also ich kann auch erstmal, ich versuche es immer so schnell wie möglich hochzuladen, deswegen bekommt ihr es auch ungeschnitten und einfach, ich starte vor Beginn des Tutoriums direkt die Aufnahme, ich ende direkt danach und schmeiße es dann, wenn es geht, dann direkt hoch. Dann dauert das nochmal eine halbe Stunde und dann rechnet YouTube noch ein bisschen. Genau, aber das ist eigentlich so mein Ansatz, dass ich versuche, es immer hochzuladen für euch, damit ihr im Nachhinein euch das auch immer noch angucken könnt. Oder wenn ihr mal krank wart und nicht da sein konntet, dass ihr euch das auch noch angucken könnt. Werden Single-Core-CPUs überhaupt noch verkauft? Das ist eine ganz gute Frage eigentlich. Die kann ich dir gar nicht so einfach beantworten. Also ich kann sie nicht beantworten. Ich müsste da auch nachgucken. Wie du schon richtig schreibst, seit Ewigkeiten bei Privatanwendern hat man das eigentlich gar nicht mehr so gesehen. Also ich muss mal überlegen, das, was ich... Ich hab ja im Firmenkontext mit einigen Systemen zu tun gehabt. Da war in der Regel auch nicht... Da war es in der Regel eigentlich auch immer mehr Kernprozessoren. Also es ist, glaube ich, eher die Frage, werden die noch hergestellt? Und wenn sie hergestellt werden, dann wird es noch Anwendungszwecke geben. Ab einem gewissen Punkt muss man sich natürlich bei Hardwareherstellung auch die Frage stellen, ob es sich überhaupt noch lohnt, alte Hardware herzustellen. Was übrigens ein guter Punkt ist in der nächsten Aufgabe, wenn man sich das, oder nächsten, übernächsten, eine der Aufgaben, die wir noch hier haben, zum Thema alte Hardware, damit umgehen. So, also wie gesagt, Single-Core-CPUs, ob die überhaupt noch verkauft werden, müsste man tatsächlich dann einmal suchen. Also ich müsste dann bei YouTube suchen, bei Google suchen, ob es da noch sowas gibt. Rechenoperation. So, wir haben 2 GB Rechenoperationen, wir haben 10.000 Kilowatt. Das heißt, eigentlich würde unsere Rechnung dann aussehen, wir haben unsere 10.000 Watt. Watt ist ja nichts anderes als Joule pro Sekunde. Also 10.000 Joule geteilt durch unsere Operationen, die wir haben. Das ist dann auch pro Sekunde. Das heißt, damit würde Sekunde über dem Bruchstrich landen. Wir hätten über dem Bruchstrich die Sekunde von den Operationen, die wir hier haben. Wir haben unterm Bruchstrich haben wir das von der Watt. Damit würde sich das wegkürzen. Und wir haben hier unsere Giga ist mal 10 hoch 9. Und dann müsste ich das jetzt dann eben auch noch einmal wieder ausrechnen, auf was für einen Wert ich dann am Ende komme. Also. So, 10 hoch 9 heißt also, wir haben 9 Nullen, kommen damit auf 2 Milliarden. Natürlich jetzt ein sehr abstruser Wert im Ganzen, aber nehmen wir das trotzdem. Das heißt, wir haben unsere 10.000 Joule geteilt durch die
2 Milliarden und würden auf einen Wert kommen von 0, ich gucke nicht, dass ich das Falsche nehme. 5 Nullen und Joule. Das ist natürlich, da habt ihr in der Hausaufgabe dann ein paar schönere Werte. Das wäre aber dann der Wert, den wir an Leistung pro Operation verbrauchen. So, wenn wir auf Aufgabenteil C gucken würden, da gibt es dann nochmal, da gucken wir, oder da gibt es dann halt eben den Rechner, der einen Basistakt hat, aber den dynamisch ändern kann. Etwas, was wir ja auch in Rechnern heutzutage ganz häufig sehen, insbesondere in Notebooks, um Energie zu sparen, dass wir unterschiedlich, also den unterschiedlichen Takt dann nutzen, je nachdem, wie viel wir auch teilweise brauchen. Das heißt, wir müssen dann eben einmal gucken, es gibt einen Basistakt und es gibt den Boosttakt. Also Boosttakt wäre halt das Maximum. Das sind die beiden Sachen, wo ihr dann nochmal berechnen sollt für Aufgabenteil C. So. Und dann kommen wir nämlich zu Aufgabenteil D. Überlegen Sie sich Gründe, weswegen Berechnungen wie im vorigen Aufgabenteil, also das war der Teil mit dem Boosttakt, mit großen Unsicherheiten verbunden sind. Ein bisschen hatte ich das gerade eben schon angerissen. Was ist denn die Unsicherheit, wenn ich einen mit Boost arbeite? Also ich versuche einen Leistungsbedarf zu berechnen für eine CPU oder für einen Prozessor. Und es gibt diesen Boost. Also es wird dynamisch der Takt angepasst. Kann ich da eigentlich genau einen Wert berechnen? Ja. Genau, hier aus dem Chat nicht länger durchgehend. Ich vermute, du meinst halt eben damit, es gibt halt eben nicht diese feste Taktfrequenz. Also mit dem Anfangsbeispiel, mit dem Roboter-Mikroprozessor, da haben wir halt einen ganz festen, eine feste Taktfrequenz. Und genau, das hätten wir hier jetzt nicht. Das heißt, wir können eigentlich nur Abschätzungen treffen. Wir können abschätzen, also was wir berechnen können, ist, was ist Minimum verbraucht, ne? Das ist diese Basis. Der Basiswert und wir können berechnen, was es halt maximal verbraucht. Nämlich dann, wenn es eben auf Maximum geboostet mit dem Takt läuft. Das ist einer der Punkte, warum es eben schwierig ist, dann Berechnungen mit modernen Prozessoren anzustellen. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, was Schwierigkeiten an der Stelle machen könnte? Okay, ich höre thermische Gründe. Ja, also vielleicht spielt da noch so ein bisschen Temperatur mit rein, ist aber jetzt nicht so gemeint, worauf wir noch gucken wollen. Also weil wir könnten natürlich versuchen, gegen Temperatur mit möglichst guter Kühlung und allem zu arbeiten. Es gibt aber Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Ja, genau, die Auslastung von Kernen zum Beispiel. Also wenn wir eine Berechnung haben, es kann halt sein, dass wir Berechnungen haben, die zwar noch einen Kern oder einen Prozessor auslasten würden, wenn wir das über zwei Kerne hinweg berechnen können, aber vielleicht können wir die Aufgabe nicht aufteilen und dann sind die anderen Aufgaben so, dass es in den Berechnungen nicht passt? Dann haben wir vielleicht einen, nehmen wir mal Zweikernprozessor, haben wir einen Prozessor mit 80% ausgelastet, einen mit 90%, dann haben wir ja theoretisch 30% noch über, haben aber keine Aufgaben, mit denen wir das Ganze auslasten können. Also auch das macht es dann eben schwierig, weil dann eben die Kerne nicht ganz ausgelastet sind. Okay. Ich glaube, das sollte euch Möglichkeiten geben, etwas zu dem Aufgabenteil D zu schreiben. Vielleicht allgemein noch für das Thema Textaufgaben. Also
wenn da nicht extra was steht dazu, dann ist etwas erwartet, dass ihr vielleicht zwei, drei, vier, wenn es hochkommt, fünf Sätze zuschreibt. Keine Romane und nicht irgendwie eine ganze Seite an Text. Dann seid ihr wahrscheinlich am Aufgabentext dann vorbeigelaufen. Ja, also das heißt eigentlich pro Frage zwei, drei Sätze in der Regel, vielleicht noch mal ein, zwei mehr. Das vielleicht so ein bisschen als Anhaltspunkt. Müsst ihr auch immer bedenken, eure Übungsgruppenleiter wollen ja auch nicht zu viel korrigieren müssen. Und die meisten Fragen sind eben darauf ausgerichtet, dass man sie ein bisschen kürzer fassen kann. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den Teil, Aufgabenteil 2.2 an. Und zwar ist hier die Frage Hardware versus Software. In welcher Hinsicht sind Hardware und Software gleichwertig bzw. nicht gleichwertig? Also hier ist es auch ein Aufgabentext, wo eben ihr kurze Antworten darauf geben sollt oder durchschnittlich kurze Antworten. Habt ihr Ideen, wenn wir uns das anschauen? Also wir gucken auf Hardware, wir gucken auf Software. Können wir, vielleicht einfach so als erster Gedankenanstoß, können wir alles, was wir mit Hardware machen, können wir das in Software nachbilden? Oder alles, was wir in Software machen, können wir das in Hardware nachbilden? Habt ihr da eine Idee? Also Hardware in Software nachbilden würde heißen, ich habe ein Stück Hardware mit diversen Logikbausteinen. Das kriegt irgendwie ein Signal rein, verarbeitet das Ganze und gibt ein Ausgangssignal. Ist erstmal egal, was da drumherum ist und was genau es macht. Aber ein Stück Hardware ist ja erstmal in der Regel, es gibt ein Signal und ich mache das Software, verarbeite das und gebe ein anderes Signal dann wieder raus. Kann ich das mit Software nachbilden? Okay, jetzt ist hier ein Vorschlag aus dem Chat. Theoretisch ja, praktisch nein. Punkt von Emulatoren. Genau, also es hängt so ein bisschen. Also Emulatoren ist natürlich ein guter Punkt. Eigentlich ist das erstmal die Begründung, warum es überhaupt geht. Vorsichtig gesagt. Also ich kann mit einer Software viele Funktionalitäten nachbauen, die eine Hardware macht. Vielleicht gibt es am Ende, wenn es um einen bestimmten Sensor-Input geht, dann gibt es dann irgendwo Grenzen. Also ich kann eine Kamera, also es ist ja dann wirklich eine echte Hardware, das kann ich dann nicht irgendwie ersetzen. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Audiokonverter habe, als Hardware-Teil, den ich irgendwie an meinen Rechner stecke, kann ich das natürlich auch durch ein entsprechendes Stück Software ersetzen. Es gibt manche Hardware, die an sich geht, aber sehr schwer zu ersetzen ist. Also wer von euch sich mit Spielekonsolen beschäftigt, der weiß vielleicht, dass es für viele alte Spielekonsolen mittlerweile Emulatoren gibt, die gar nicht mal so schlecht funktionieren. Bis auf, na, ich sag mal vorsichtig, der Nintendo 64 ist ein gewisses Problem, weil dort die Hardware sehr schwierig nachzubilden ist. Also da haben wir genau so ein Beispiel, wo es bei vielen Sachen geht, wo es aber dann halt manchmal auch bei einzelnen Sachen schwieriger ist. So, für die andere Richtung, Software zu Hardware, wird schon schwieriger, war jetzt hier der Vorschlag aus dem Chat. Ich sag's mal so, grundsätzlich ist es eigentlich möglich, Software in Hardware nachzubilden. Das ist aber, also das schwierig insofern stimmt, als dass man halt sehr genau eben gucken muss, wie man das macht und
Wie ist denn das, wenn ich eine Hardware habe und wenn ich eine Software habe und ich will eine Anpassung machen? Wie einfach kann ich an einem Stück Hardware was verändern? Wie einfach kann ich an einem Stück Software was verändern? Also, was meint ihr? Ich habe ein Stück Hardware, das also etwas designt ist, das produziere ich und verkaufe das Ganze und ich stelle fest, ich muss daran was ändern. Wie einfach ist das? Im Gegensatz zu, ich habe ein Stück Software, das produziere ich in gewisser Weise, naja, ich kopiere das und verkaufe das. Und dann stelle ich fest, ich muss was ändern. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ich Hardware verändern will, da brauche ich einfach, also dann muss ich die Hardware, die physische Hardware ändern. Das heißt, ich muss meine Produktionskette ändern. Ich muss gegebenenfalls Kunden Austausch anbieten, je nachdem, wo das halt herkommt, warum ich das ändere. Oder ich versuche ihnen natürlich dann meine neue Hardware zu verkaufen. Software hingegen kann ich ein Update anbieten. Also dann mache ich dann einen Software-Patch und lasse das, ja, gibt das dann meinen Kunden halt. Klingt jetzt erstmal so, als ob Software besser ist. Warum gibt es denn, habt ihr eine Idee, warum es Interesse gibt, viel mit Hardware umzusetzen? Also bestimmte Funktionalitäten. Welchen Vorteil könnte es für Hardware geben? Ah, effizient, schneller, genau. Das ist genau der Punkt. Wenn ich Software ausführe, meistens brauche ich, oder in der Regel brauche ich ja erstmal ein System, auf dem ich das ausführe. Und gerade wenn das so ein allgemeiner Prozessor ist, vielleicht auf dem das ausgeführt wird, dann ist es nie so effizient und nie so schnell, wie wenn ich eine Hardware wirklich ganz dediziert für eine spezielle Aufgabe gebaut habe. Das braucht man häufig nicht. Deswegen gibt es ganz viele sogenannte General-Purpose-Prozessoren mittlerweile. Also alles eben diese Prozessoren, Mikroprozessoren und andere, die ich für diverseste Anwendungsfälle programmieren kann. Aber wenn es darum geht, Echtzeitfähigkeit zu haben, dann fängt man an, sich halt mehr darüber Gedanken zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem autonomen Auto unterwegs bin, dann will ich ja auch, dass die Sensoren möglichst schnell alles verarbeiten. Und dann kann es sein, dass ich bestimmte Funktionalitäten in diesem Auto auch so baue, dass ich die mit Hardware mache, damit ich eben nicht irgendwie in jemanden reinfahre. Gut, das sind alles ganz viel Gedanken, die gehören zur Aufgabe 2.2. Und wie ich schon sagte, das ist so eine typische Aufgabe, da sprechen wir eben drüber und dann könnt ihr eben gucken, dass ihr da hoffentlich genug mitgenommen habt, dass ihr selber dann einen kleinen Text dazu schreiben könnt. Ich werde natürlich hier jetzt nichts schreiben, weil das ist dann noch der Teil, der für euch als Aufgabe bleibt. Wir gehen stattdessen weiter zur Aufgabe 2.3. Dort heißt es, beschreiben Sie kurz die folgenden Begriffe: Compiler, Interpreter und virtuelle Maschine. Was man meistens am ehesten irgendwie kennt oder vielleicht damit Kontakt hatte, ist eine virtuelle Maschine. Aber ich nehme sonst ganz auch andere Vorschläge. Hat jemand von euch einen Vorschlag, wie man kurz in Stichworten vielleicht eine dieser Sachen beschreiben kann? Also Interpreter, Compiler oder virtuelle Maschine. Irgendwas, was ihr da vielleicht auch zu kennt, zu wisst. Ansonsten vielleicht auch noch der Punkt Compiler zu Interpreter ist ja relativ, hat eine gewisse Verwandtschaft im Ganzen. Genau, der Punkt ist auf jeden Fall schon mal gut hier im Chat. Der Interpreter, der führt Code direkt aus. Genau, das macht den Interpreter eigentlich aus. Also der Interpreter ist ein Programm, was zur Laufzeit eben die Instruktionen nimmt
und dafür sorgt, dass sie dann direkt ausgeführt werden. Was macht denn ein Compiler im Gegensatz dazu? Ist dir das zufällig auch? Ja, genau, der Compiler übersetzt in etwas Ausführbares. Das heißt, wenn ich einen Programmcode geschrieben habe und das ist in einer Programmiersprache, die einen Compiler benutzt, dann muss ich erst den Compiler benutzen, um meinen Programmcode in eine einfacher für den Computer verständliche Sprache zu übersetzen. Man sagt eben auch, dass ich dann von einer Sprache auf Level 1, L1-Sprache auf Level 0, also eine einfachere Sprache, eine L0-Sprache übersetze. Das ist dann etwas, was ein Compiler macht. Das muss dann immer zuerst passieren, bevor ich überhaupt das Programm ausführen kann. Der Interpreter hingegen, der macht das Ganze zur Laufzeit. Also auch da muss natürlich das Ganze, was ich in einer Programmiersprache schreibe, umgesetzt werden, sodass dass dann auch die Maschine versteht, was ich geschrieben habe. Das passiert aber dann eben direkt zur Laufzeit. Und könnt ihr vielleicht virtuelle Maschine noch damit verbinden? Sonst helfe ich da noch ein bisschen nach. Wir hatten eben ja schon den Begriff Emulatoren. Im Endeffekt ist eine virtuelle Maschine manchmal ja sowas Ähnliches. Oder was haben wir hier aus dem Chat? Kapselung von Betriebssystem auf Betriebssystem. Ja, im Endeffekt, genau. Also wir haben halt wir haben ein System und es ist so, dass diese Maschine es ermöglicht, Sachen darauf auszuführen. Für bestimmte Befehle, die halt sonst nicht direkt ausgeführt werden können. Das kann sein, dass eine virtuelle Maschine ein Betriebssystem anbietet. Vielleicht auch gar ältere Betriebssysteme. Also das kann ich wieder sagen. Im Arbeitskontext haben wir auch ganz viel alte Systeme, die wir halt mittlerweile virtualisiert haben. Wir brauchen noch die alten Betriebssysteme, weil wir sie nicht abschaffen können. Aber wir halt eben das virtualisiert haben, um das auf leistungsfähigere Hardware laufen lassen zu können und auch damit es abgekapselt ist. Und nein, es ist keine Faxanlage in Behörden, aber ja, wahrscheinlich haben sie da das gleiche Problem. Genau. Also insofern, eine virtuelle Maschine ermöglicht es eben, ja, also alte Software gegebenenfalls auszuführen, kann bis dahin gehen, dass eine virtuelle Maschine eben auch alte Hardware nachbildet. Auch das kenne ich tatsächlich bei uns von der Arbeit, dass ich Kollegen habe, die alte Hardware in eine virtuelle Maschine übertragen haben, damit eben die Systeme, die darauf basieren, noch laufen können, aber gleichzeitig kann man halt eben diese alte Hardware irgendwann nicht weiter betreiben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, auch hier wieder zwei, maximal drei Sätze pro Fragestellung. Das ist das, was hier erwartet wird. Und wir gucken uns dann Aufgabe 2, 4 einmal an. Da können wir ein bisschen was Praktischeres machen. Und zwar geht es hier um Stellenwertsysteme. Das Beispiel in der Aufgabe ist irgendwie die Staatsverschuldung Deutschlands. Naja, gut, soll mir jetzt gerade erstmal oder uns jetzt gerade erstmal für ein paar Minuten nicht stören, wie hoch die Staatsverschuldung ist. Wichtiger ist eher die Frage, was ist denn die grundsätzliche Aufgabe? Es gibt eine Zahl in diesem Aufgabentext und die soll in einem Zahlensystem einer anderen Basis dargestellt werden. Nun, wir machen das Gleiche auch. Wir nehmen dafür allerdings die Zahl 1032. Vielleicht ein bisschen was zur Notation. Wenn ihr hier seht, die 1032 unterstrich 10, dann heißt dieses Unterstrich, in dem Fall 10, in welcher Basis
ich gerade diese Zahl habe. Das heißt, 1032 zur Basis 10 ist also aus dem Dezimalsystem. Ich kann genauso auch eine Zahl haben wie beispielsweise, nehmen wir mal 1001 unterstrich 2, dann würde es heißen, dass ich eine Zahl im Binärsystem vorliegen habe. Das ist also eine verkürzte Schreibweise, die es mir ermöglicht, das Zahlensystem darzustellen. In Aufgabentexten haben wir häufig die Angabe, also das mit dem Unterstrich ist jetzt vor allem, wenn man das jetzt im Text hier gerade so schreiben muss, was häufig genutzt wird in RSB. Gerade mal, immer den, ist, dass ich eine Basis tiefgestellt dazu schreibe. Also das heißt, ich würde 1032 und dann 10 kleingestellt darunter schreiben, wenn ich das jetzt per Hand machen würde. Oder wenn ich das schnell machen könnte in dem System hier. Beide Schreibweisen sind eigentlich äquivalent. Wenn ihr könnt, solltet ihr euch natürlich möglichst an die hier halten. Nur wenn ich das hier mache, dann brauchen wir 3 Stunden länger gefühlt. Heute nicht, aber bei manch anderen Terminen. Gut. Wir haben unsere Zahl. In der Hausaufgabe soll es, glaube ich, in das Stellenwertsystem zur Basis 7 gehen. Wir machen das Ganze zur Basis 4. Erinnert ihr euch oder hattet ihr schon in der Vorlesung, wie ihr eine Zahl aus einem Stellenwertsystem in ein anderes umwandeln könnt, was man dafür machen muss? Hattet ihr noch nicht? Na, okay, vielleicht kommt das morgen. Das kann auch sein. Wie gesagt, wir sind manchmal so ein bisschen davor weg. Also es gibt, im Endeffekt gibt es 3 Möglichkeiten. Wir würden jetzt einmal das Rechnen mit Potenztabellen machen. Und das hieße, wir stellen als erstes die entsprechende Potenztabelle auf. Zur Basis 4 heißt, wir fangen an mit 4 hoch 0. Das hier ist jetzt auch wieder eine abgekürzte Schreibweise, damit ich das hier schnell mit euch schreiben kann. 4 hoch 0, dann brauchen wir als nächstes 4 hoch 1 und so weiter. Fangen wir mal an. 4 hoch 0 ist 1. 4 hoch 1 ist 4. 4 hoch 2 ist dann, ne, 4 mal 4 ist 16. 4 hoch 3, dann nochmal eine 4 weiter. Also ich stelle die Potenztabelle auf und dann ist natürlich die Frage, wie weit muss ich eigentlich bei der Potenztabelle gehen? Hier ist es jetzt nämlich 256. 1024. Und gut, jetzt könnte ich noch einen weiter. Ich sehe aber schon, mit 1024 bin ich hier fast an meinen 1032. Also das hier links ist dann meine Potenzen, rechts der Wert, dem das Ganze im Dezimalsystem entsprechen würde. Und jetzt rechne ich mir eben aus, rechne ich einfach rückwärts, welche Potenzen ich brauche, um meine Zahl darzustellen. Also im Endeffekt nehme ich meine 1032 und breche diese Zahl in einzelne Potenzen auf. Fange also an, 1032 minus einmal 1024. Ich darf dabei nicht ins Negative kommen, wenn ich das Ganze mache. Ich habe noch einen Rest von 8. Okay, so, und deswegen seht ihr, warum ich 4 hoch 6 gar nicht mehr aufgeschrieben habe, weil ich damit deutlich drüber gekommen wäre und das hätte ich gar nicht mehr abziehen können. So, jetzt habe ich einen Rest von 8. Das muss ich gucken. Kann ich damit die nächste Potenz abziehen? Die nächste Potenz sind 256. Das funktioniert nicht. Damit wäre ich negativ. Also minus 0 mal 256, immer noch ein Rest von 8. Und
Mal bevor irgendwer hier nachher raufguckt und sich nachher wundert. Das hier ist der Rest. Dann mache ich weiter. 8 minus, was ist das nächste? 64. Geht immer noch nicht. Übrigens, wenn ich immer so schnell dann die Zahlen runterschreibe, bitte achtet ihr immer genau darauf, dass ich mich nicht vertippe. Das kommt nämlich auch vor. Oder auch mal falsch denke. Auch für mich ist das immer natürlich schon der Tag immer lang gewesen. So, ich bin immer noch bei Rest. Ich kann es immer noch nicht abziehen. Auch die 16 kann ich nicht abziehen. Voll langweilig. Aber zum Glück, der nächste Schritt, die nächste Potenz ist die 4. Das kann ich abziehen. Und das Ganze kann ich nicht nur einmal abziehen. Das Ganze kann ich sogar zweimal abziehen. Und hab dann 0. Und den letzten Schritt, dass ich da einmal noch mal gucke, die Potenz 4 hoch 0, ob die noch abzuziehen ist. Nein. Gibt es natürlich nicht. 0 mal 1 habe ich auch nicht. So, damit bin ich dann einmal durchgelaufen. So, wichtig ist genau hier der letzte Punkt, dass ihr das so weit macht, bis ihr eben das hoch 0 auch habt aus dem Zahlensystem, von dem ihr, in das ihr da umwandeln wollt. Und jetzt kann ich hieraus tatsächlich meine umgewandelte Zahl ablesen. Wer sieht es von euch? Wer sieht, welche Zahl jetzt die Zahl ist oder wo ich die ablesen kann im System zur Basis 4? Wo kriege ich meine Zahl her? DD. Rest ist eine spannende Idee. Nee, Rest hilft uns nicht an der Stelle weiter. Rest wäre, wenn wir mit dem Divisionsrestverfahren arbeiten würden, dann könnte uns der Rest mehr weiterhelfen. Hier in dem Fall nicht. Also in dem Fall geht es darum, wie häufig habe ich meine Potenzen genutzt. Bei zur Basis 4 kann ich dann natürlich auch so Zahlen wie 2 drin haben. Also das ist auch so ein kleiner Tipp. Wenn ihr eine Aufgabe bearbeitet habt, überlegt immer, ist eigentlich das Ergebnis sinnvoll, was ihr habt. Und Stellenwertsystem zur Basis 4. Welche Zahlen kommen darin vor? Basis 4. Welche Zahlen habe ich da drin vorliegen? 0, 1, 2 und 3. Genau. Also, denkt dran, wenn ich zur Basis 10 habe, das Dezimalsystem, was wir kennen, dann sind die einzelnen Ziffern, wenn man es ja ganz genau nimmt, mathematisch betrachtet, die einzelnen Ziffern von 0 bis 9. Und also mal einer weniger als die Basis. Basis 4, dann also nur 0 bis 3. Und Dualsystem, so rum, im Dualsystem halt oder im Binärsystem, haben wir dann nur 0 und 1. Da hätten wir die 2 gar nicht. Das heißt, wenn wir jetzt gesagt hätten, oh, wir wollen das, wir rechnen das gerade zur Basis 2 um ins Binärsystem und dann taucht plötzlich sowas auf wie 2 mal irgendwas, 2 mal die Potenz, dann wüssten wir schon, haben wir uns gerade irgendwo verrechnet. Hier ist es aber ja absolut in Ordnung. 2 darf bei Basis 4 auftauchen. Und dann fange ich an, eben die Potenzen von vorne nach hinten aufzuschreiben. Also die größte Potenz, die ich hatte, war 4 hoch 5. Da haben wir einmal, dann habe ich 0 mal 4 hoch 4, 0 mal 4 hoch 3, 0 mal 4 hoch 2, 2 mal 4 hoch 1 und 0 mal 4 hoch 0. Und habe damit meine Zahl im Zahlensystem zur Basis 4. Und das ist dann auch schon das Umwandeln mit Potenztabellen. Das könnt ihr genauso gut. Wir haben es jetzt zur Basis 4 gemacht. Ihr könnt natürlich auch eben eine Potenztabelle zur Basis 7 aufstellen und damit dann das von der Hausaufgabe auch bearbeiten. So, jetzt sollt ihr eine Hausaufgabe aber nicht nur umwandeln,
Sondern ihr sollt auch die Frage beantworten, warum aus technischen Grund das Stellenwertsystem zur Basis 2, also das Dualsystem oder Binärsystem, warum das so interessant ist eigentlich für uns. Warum nutzen wir gerne das? Warum nutzen wir gerne ein Stellenwertsystem zur Basis 2? Denkt dran, wir haben eben schon gesagt, Zahlen, die darin vorkommen zur Basis 2, sind 0 und 1. Und ja. Okay, wieder blitzt schon im Chat die Antwort, Strom an, Strom aus. Genau, also das lässt sich halt sehr gut unterscheiden. Strom an, Strom aus ist eigentlich ja gar nicht so eindeutig, zumindest im Übergang. Also man muss halt immer sich überlegen, dass das ja, wenn es von 0 auf 1 geht und 1 auf 0, es immer für einen Bruchteil auch so diesen Bereich dazwischen gibt. Und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen schwierig, und das kommt halt so in Basen 3, 4, 5 dann eben in der Folgefrage ja rein. Deswegen ist es nämlich vielleicht so ein bisschen schwieriger, mehr Zwischenstände zu unterscheiden. Aber 0 und 1, das lässt sich ganz klar unterscheiden. Entweder haben wir keinen Strom oder wir haben Strom. Das mit diesen Zwischenzuständen, das kriegen wir mal später im Ende des Semesters nochmal, gucken wir auf so ein paar Sachen, warum man da aufpassen muss. Aber genau, grundsätzlich, also Dualsystem hat einfach den großen Vorteil, Strom an, Strom aus lässt sich sehr einfach unterscheiden. Ja, gut, und damit, wie gesagt, hatte ich jetzt eher auch schon kurz angerissen, eben der Teil, warum nicht Basis 3, 4, 5 oder auch Dezimalsystem, ne? Wie viele Zustände müssten wir beim Dezimalsystem unterscheiden können? Genau, da hätten wir 10 Zustände, die wir unterscheiden können müssten. Das heißt, wenn wir eine Möglichkeit haben, unsere Energie zu transferieren, im Endeffekt ist es ja Energietransfer, dieses Strom an, Strom aus und ähnliches. Wenn wir die Möglichkeit hätten, 10 verschiedene Zustände gut zu unterscheiden, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man sagt, hey, wir nehmen das Dezimalsystem und bauen darauf unsere Computer auf. Ist aber so ein bisschen schwierig. 3 Zustände, das geht noch so gerade mit heutiger Technik bei einigen Sachen. Also das haben wir so langsam so ein bisschen drin, dass das reinkommt. Aber eigentlich der Großteil der Technik, der basiert eben auf diesem ganz einfachen Strom an, Strom aus. Und daher kommt eben auch das Binärsystem, auch wenn das für uns als Menschen etwas schwerer lesbar ist. Gut, damit haben wir eigentlich alles, was euch für das Aufgabenblatt helfen sollte. Haben heute auch mal nur eine Stunde gebraucht. An der Stelle vielleicht auch noch kurz der Hinweis. Es gibt Aufgabenblätter, die sind kürzer, es gibt Aufgabenblätter, die sind länger. Was ich normalerweise anbiete, wenn ich keinen Folgetermin abends habe, was meistens der Fall ist, dass ich keinen habe, solange noch jemand von euch mitmacht, dann gehe ich auch durch das ganze Aufgabenblatt durch. Also es kann sein, dass wir dann auch mal einen einzelnen Termin haben, der dann nicht bis 20 Uhr geht, maximal, sondern der dann irgendwie um 20:30 oder Worst Case 21 Uhr geht. Wenn wir die Zeit brauchen, weil es nötig ist fürs Aufgabenblatt, dann mache ich das normalerweise auch. Ja, das ist so, ich finde es immer sinnvoller, als wenn man sagt, nee, wir hören jetzt einfach auf, weil die Zeit um ist. Ja, damit hoffe ich, ihr habt alles, um das Aufgabenblatt zu bearbeiten. Wie gesagt, ich werde jetzt im Anschluss die Aufzeichnung dann einmal auch starten, dass ich sie bei YouTube hochlade. Und ich wünsche euch also weiß nicht, oder gibt es noch Fragen? Vielleicht erstmal das. Fragen, die jetzt irgendjemand vergessen hat zu stellen. Wäre das jetzt noch die letzte Chance? Gut, ansonsten hoffe ich, es hat euch geholfen, dass ihr mit dem Aufgabenblatt besser zurechtkommt. Wenn ihr was nachgucken wollt, könnt ihr das, wie gesagt, auch online dann tun in der Aufzeichnung. Und wenn es irgendwie Sachen gibt, Wünsche, ganz besondere Wünsche fürs Tutorium, dann gerne vorher per E-Mail, aber bitte nicht erst 10 Minuten vorher. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, möglichst viele Punkte am Aufgabenblatt und ansonsten sowieso eine gute Studiumswoche.